Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Doppel-Review von mir. Diesmal wieder ein ganzes Zeichen von DC Rebirth, mal wieder zwei deutsche Veröffentlichungen. Und zwar einmal Superman DC Rebirth Spezial 1 und Batman von der regulären Serie, jetzt das erste Heft. Wir fangen mal an mit Superman. Und ich muss sagen, ich bin hin und weg. Mir hat ja schon der Dan Jurgens Zweiteiler, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, genau, Superman, Lewis und Clark, richtig gut gefallen. Und demzufolge war ich auch echt angefixt auf die neue Superman-Serie. Jetzt, wo ich weiß, dass halt der 90er-Jahre-Superman wieder zurück ist, der Dan Jurgens-Superman, dass Dan Jurgens auch noch eine der neuen Superman-Serien schreibt, war es dann nämlich eh geschehen. Und ich bin seitdem großer Vorfreude auf die ganzen Superman-Sachen. Jetzt ist endlich das erste Heft hier, also beziehungsweise das Spezialheft, was vor der regulären Serie erscheint, erschienen. Und das zeigt wieder, wie viel Herz zurückgekommen ist bei Superman. Man sieht am Anfang, wie Lana Lang versucht, die Leiche des toten New 52 Supermans aus dem Grab zu klauen oder beziehungsweise von dort wegzunehmen, um die neben seinen Eltern zu vergraben, und trifft dabei auf den Dan Jurgens 90er Jahre Superman, sag ich einfach mal, der im schwarzen Kostüm, der sie halt fragt, was sie da macht, und sie fragt ihn dann und er sagt dann, ich warte eigentlich darauf, dass er aufersteht, weil ich bin damals gestorben und bin auch wieder auferstanden. Und dann sieht man so einen kleinen Rückblick auf den Tod von Superman aus dem auch wieder Dan Jurgens Run, der da so ein bisschen Revue passieren lässt. Ist jetzt für Leser wie mich, die ihn halt noch relativ gut in Erinnerung haben, ein bisschen verschwendete Seiten, weil hier halt echt nochmal alles wiedergegeben wird, also so der Höhepunkt von Run. Aber für Leser, die es noch nicht gelesen haben, ist das so ein schöner Rückblick. Und man erfährt vielleicht was, was man vorher noch nicht wusste. Ist halt epischer Rückblick mit Flashpages. Aber meinen Augen hätte es schöner gefunden, wenn man da noch ein bisschen mehr Smalltalk zwischen den beiden gehabt hätte. Es geht dann darum, was mit den Überresten von denen gemacht wird und ob er wieder zurückkommen wird oder nicht. Und es ist ein schönes, versöhnliches Heft. Es hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ganz viel Vorfreude auf den jetzt kommenden Run. Ich lasse eine Bewertung an der Stelle einfach mal weg, weil das dann auch doch relativ wenig Seiten sind. Es sind 22 Seiten. Es ist halt ein US-Heft plus eine Leseprobe hier drin. Kann nur so viel sagen, wer was mit den Dan Jurgens Superman anfangen kann, der soll da absolut zugreifen. Der wird dann seine Freude finden. Wen der mit den Dan Jurgens Superman nichts anfangen kann, der macht da besser einen Bogen drum. Wobei das Ding noch nicht was von Dan Jurgens, ist mir der Name kurz nicht eingefallen. Das Heft ist gar nicht von Dan Jurgens geschrieben. Das Heft ist nämlich geschrieben von Pat Gleason und Peter J. Tomasi. Aber trotz dessen fühlt sich das an wie Dan Jurgens Superman. So viel zu dem Thema. Und dann kommen wir jetzt zur Batman-Serie. Ich war sehr gespannt, was für eine Richtung jetzt die aktuelle Batman gehen wird. Ob das jetzt wieder so ein bisschen die Richtung ist, die New 52 eingeschlagen haben. Dass das alles ein bisschen actionlastiger ist. Oder ob es ein bisschen zurückgeht zu dem, was vorher Grant Morrison unter anderem gemacht hat. Wo es so mehr der Detektiv-Batman im Vordergrund stand. Ich habe ja im Vorfeld schon gehört, dass da diese beiden neuen Superhelden auftauchen, ich glaube Gotham Man und Gotham Girl, habe mich aber nicht weiter damit beschäftigt und so war ich recht spoilerfrei, oder bin beziehungsweise recht spoilerfrei hier dran gegangen und habe anfangs erstmal nur die Zeichnung von David Finch genossen und Tom King schreibt das ganze Ding an der Stelle auch noch erwähnt und war eigentlich von der Zeichnung fasziniert. Und ja, war dann aber auch direkt auf den ersten Seiten so ein bisschen enttäuscht, muss ich tatsächlich sagen. Es fängt alles damit an, dass eine Maschine abstürzt und Batman versuchen muss, das ganze Ding zu retten. Also er prescht dann los mit seinem Batmobil, kriegt unterwegs von Duke Thomas, heißt er Duke Thomas? Ja, von Duke Thomas Anweisungen, mit wie viel Grad er wo abbiegen muss und von der Brücke mit welcher Geschwindigkeit springen muss, so dass er aus dem Batmobil rausspringen kann und auf das Flugzeug draufspringen. Und da merkt man schon, es hat sich halt echt wieder so angefühlt wie das New 52-Zeitalter, dass alles extremst auf Action getrimmt wird. Und als er dann auf der Maschine draufsteht und sich mit zwei Seilen dann irgendwie an den Flügeln befestigt und das Ding mehr oder weniger am Reiten ist und das auf dem See landen möchte, dachte ich mir, wow, wo bin ich hier reingeraten? Schreibt das Ding Michael Bay und war so ein bisschen so, wow, nee, das landet ja das Ding da wie der eine Pilot damals auf dem Hudson River und ist der absolute Oberking. Und ich dachte so, ja, was soll das jetzt wirklich? Dann kommt aber allerdings ein Twist und zwar ist er dann am Absturz mit dem Flugzeug und ist sich eigentlich schon von Alfred am Verabschieden und man merkt so, okay, er geht davon aus, dass er sterben wird. Und ich dachte, okay, die Logik ist doch nicht ganz aus den Batman-Comics verschwunden und der opfert sich jetzt gerade quasi. Bis dann halt eine Situation kommt, dass dann Gotham Man und Gotham Girl, ich weiß gar nicht, ob die so heißen, angeflogen kommen. Das sieht man jetzt hier wegen meiner Bildqualität leider nicht. Und das Flugzeug so Superman-mäßig auffangen und dann vor dem sicheren Tod die Passagiere und Batman beschützen. Man sieht dann auch direkt hier, die können halt fliegen und haben so Superkräfte à la Superman. Und das dann auch so der große Aufhänger vom ersten US-Heft. Dann kommt schon direkt das zweite US-Heft und man sieht, wie die beiden im Kampf gegen Solomon Grundy an so einem Feld der Freiheitsstatue am Kämpfen sind. Und man merkt direkt so, alles klar, Batman scheint die beiden unter seine Fittiche genommen zu haben und möchte die beiden jetzt
ausbilden. Dann kommt das als Leser so, also mir kommt es so ein bisschen komisch vor, dass Batman dann doch direkt so viel Vertrauen in die beiden hat. Er kritisiert die halt stark, weil sie haben hier so einen Zivilisten gefährdet, und er sagt ihnen direkt, ey, ihr habt so krasse Kräfte, ihr müsst besser werden, ihr müsst an euch arbeiten und und. Allerdings fand es dann ein bisschen komisch, dass Batman dann doch direkt denen komplett vertraut, wo er doch sonst immer sehr misstrauisch ist. Ich meine, er erwähnt dann später auch, dass er noch nicht mal Alfred vertraut, trotzdessen ging mir das alles ein bisschen zu schnell. Die Story macht Spaß, es war dann doch nicht so viel Action, wie ich anfangs befürchtet hatte, weil ich fand, das war so eine absurde Szene, wo er versucht hat, das Flugzeug zu landen, aber ich fand es auch nur so lange absurd, wo ich halt dachte, dass er da unbeschadet rauskommt. Ich meine, das ist er zwar im Endeffekt, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ich dachte, er macht das wie so ein Corby alleine, das Ding, und alles ist cool. Ich fand es dann ganz gut, dass sie das dann doch so gemacht haben, dass er dachte, dass er stirbt und dass die beiden ihn als Superhelden den Arsch gerettet haben. Ja, mal gespannt, was so eine Richtung der ganze Twist gehen wird. Ich finde die beiden neuen Charaktere total austauschbar. Das Design von denen ist zwar so noir-mäßig angehaucht von dem Kostüm, aber das sind so Charaktere, ich wette mit euch, die werden nach ein, zwei US-Heften, wenn die Story zu Ende erzählt ist, wieder komplett fallen gelassen. Bin mal gespannt, was für Beweggründe die haben. Die geben sich halt als normale Superhelden aus, aber da steckt wahrscheinlich mehr dahinter, dass das irgendwelche Superschurken sind, die dann irgendwann durchdrehen. Oder Batman kriegt zwei Sidekicks mehr, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, weil er ja mittlerweile ein halbes Fußballstadion an mit Sidekicks füllen könnte, wenn er Bock drauf hätte. Trotz anfänglicher Skepsis nach den ersten Seiten, cooles Heft, hat mich gut unterhalten, kriegt von mir eine starke 7 von 10. Bin gespannt, wie das ganze Ding weitergeht, und ich bin guter Dinge für den Batman aus dem Rebirth-Universum und noch viel besserer Dinge für den Superman aus dem Rebirth-Universum. Das war's meinerseits. Bitte ballert mir in die Kommentare rein, wie euch die beiden Hefte gefallen haben, wenn ihr die auch gelesen habt. Und ansonsten sei gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels.